FTX sorgt in der vergangenen Woche für den Mega Crash am Kryptomarkt. Jetzt sind die Apps und die Website sogar infiltriert. Ich rate euch auf jeden Fall die Apps zu löschen falls ihr sie habt und die Webseite nicht mehr zu besuchen. Alles, was es dazu zu wissen gibt, noch einmal aus einer Hand zusammengefasst hier jetzt in diesem Video. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder den Crash an den Kryptomärkten schon mitbekommen und mittlerweile hat, glaube ich, auch jeder mitbekommen, dass es an der Pleite von FTX lag. Ich persönlich war diese Woche auf Dienstreise, konnte das Ganze teilweise verfolgen, teilweise habe ich mich noch Ende der Woche eingelesen, wollte euch jetzt aber auf dem Kanal noch einmal alle Informationen und Zusammenhänge aus einer Hand geben. Nutzt gerne die Timestamps unten im Video, falls euch ein gewisser Teil nicht interessiert oder ihr den schon wisst. Wichtig und relevant aber, wenn ihr noch nicht die aktuellen Informationen zum Hackt habt, dann spult auf jeden Fall bis zum Ende vor und schaut euch das noch an, denn es ist wirklich super relevant, wenn ihr von der FTX-Pleite betroffen seid, dass ihr die Apps von eurem Handy schmeißt, die, die Website nicht mehr besucht. Eine große Rolle bei dieser ganzen Geschichte spielt nicht nur FTX, sondern eben auch Binance. Binance und FTX sind eigentlich zwei sehr bekannte Unternehmen, denn sie sind die größte und die zweitgrößte Kryptobörse der Welt. Obwohl FTX erst 2019 gegründet wurde, konnte die Börse sehr schnell in der Branche sehr weit aufsteigen und das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Binance bzw. der CEO von Binance CZ hier FTX und den CEO von FTX Sam Bankman-Fried hier mit Finanzierungen zu einem massiven Wachstum verhelfen konnte. FTX hat im Rahmen seines Wachstums dann auch eine Tochterfirma gegründet, Alameda Research, die eine sehr große Rolle auch bei dieser Geschichte spielt, denn es ist nun rausgekommen, dass hier fragliche Methoden angewandt wurden, um die Bilanzen künstlich aufzublähen. Wie ungefähr hat das funktioniert? Also ganz simplifiziert dargestellt hat sehr viel mit dem FTT-Token zu tun. Anfang November wurden Spekulationen um eine mögliche Insolvenz von Alameda Research immer lauter, denn Coindesk hatte hier behauptet, dass die Bilanz von Alameda Research, von dieser Tochtergesellschaft von FTX, zu großen Teilen auf, aus FTT-Tokens besteht. FTT ist ein Token, der von FTX ausgegeben wurde. Dieser Token hat eigentlich keinen wirklichen Nutzen. Es ist lediglich so, dass Trader auf FTX, die diesen Token halten, vergünstigte Gebühren bekommen. Der Token eignet sich aber eben auch, um ihn zwischen Alameda Research und FTX hin und her zu schieben und künstliches Kapital zu erzeugen. Jetzt überlegen wir uns mal, wie dieser Vorgang, wie gesagt, ganz simplifiziert äh, dargestellt aussieht. Also wir weisen die Gewinne eines Tokens in unserer Bilanz aus. Wir zeigen dann unseren Investoren diese Rücklagen, die wir ja haben. Wir beleihen diese mit neuen Schulden und mit diesen pumpen wir dann den Tokenpreis wieder, um damit wieder Gewinne zu erzielen, die wir in unserer Bilanz ausweisen können und so on. So geht das Ganze weiter, bis quasi eine riesige Blase entsteht. Heute geht es ums Traden von Kryptowährungen auf der meiner Meinung nach besten, unabdingbar besten Plattform fürs Traden in Kryptowährungen, und zwar FTX. Es geht hier vor allem ums Hebeltrading. Aber so wirklich Aufmerksamkeit kam auf diese Geschichte dann erst, als CZ, der CEO von Binance, die gesamte Position von FTT-Token, die Binance noch hielt, auflösen wollte. Binance erhielt eine große Menge an FTT Token nach dem Ausstieg aus der Beteiligung an FTX im letzten Jahr. Doch der, sage ich mal, Zeitpunkt und die Öffentlichkeit dieser Ankündigung haben für neuen Zündstoff und Diskussionsstoff in dieser ganzen Gerüchteküche gesorgt und das Ganze ist stark aufgebrodelt. Alameda Research und FTX oder auch der CEO von FTX haben wirklich lange gebraucht, um eine entsprechende Stellungnahme zu veröffentlichen. Doch die CEO von Alameda Research schrieb dann am Sonntag auf Twitter, dass es sich bei der News um die Bilanz lediglich um FAT handelt. Angeblich beziehe sich die veröffentlichte Bilanz nur auf eine Teilmenge der Unternehmenseinheiten und andere Vermögenswerte im Wert von 10 Milliarden US-Dollar seien dort eben nicht berücksichtigt. Sam beckman fried den ich ab jetzt nur noch SBF nennen werde, bestätigte diese Behauptung dann ebenfalls in einem Tweet und behauptet hier, es handele sich um einen Haufen unbegründeter Gerüchte. Doch mittlerweile hat er auch schon einige seiner Tweets wieder gelöscht. Was natürlich kein Wunder ist, denn er schreibt hier unter anderem, am Ende sollte jeder tun, was er will, und traden und handeln, wo er will. Und sie werden mit jedem glücklich sein, der bleibt und auch alle wieder aufnehmen, die wieder zurückkommen. Ja, mittlerweile sieht es nicht nach einem Zurückkommen aus, denn das Ganze ging ja weiter, nachdem CZ sagte, er wird die Binance FTT-Tokens verkaufen, bot ihm die CEO von Alameda Research hier an, die FTT-Tokens für 22 US-Dollar abzukaufen, zu einem Zeitpunkt, als diese noch einen Wert von 23 bis 25 Dollar hatten. Doch, CZ hat abgelehnt, Binance hat abgelehnt und anschließend gab es einen Whale Alert, also On-Chain-Analysen auf der Blockchain zeigten, dass fast 23 Millionen FTT-Tokens im Wert von über 500 Millionen US-Dollar von einer unbekannten Wallet zu Binance transferiert wurden. Diesen Whale Alert den Namen CZ dann, wie ihr hier seht, zum Anlass, um zu bestätigen, yes, this is part of it. Und damit hat er quasi bestätigt, ja, das sind die FTT-Tokens von Binance und wir werden diese jetzt verkaufen. Zumindest war das das, was jeder vernünftige Investor in diese Nachricht rein impliziert hat. Und das hat natürlich zu einem massiven Bankrun geführt. Egal, wer hier noch gezweifelt hatte, im Prinzip gab es kaum jemanden mehr, der das mitbekommen hat und weiterhin auf FTX vertraut hat. Das sieht man dann auch daran, wenn man sich die Stablecoin-Outflows der Top-Exchanges anschaut. Hier handelt es sich um eine Darstellung, die am 9. November geupdatet wurde, die ich bei Coindesk gefunden habe. Und hier sieht man schon, dass die Stablecoin-Outflows aus FTX wirklich massiv waren: 451 Millionen Dollar in kürzester Zeit. Binance wurde allerdings seine FTT-Tokens an der Stelle nicht los und CZ postete auch einen Brief der von Binance an die Mitarbeitenden versendet wurde. Darin erklärt er, dass Binance keinen geplanten Angriff durchgeführt habe und dass es weniger als 24 Stunden her sei, dass SBF bei CZ angerufen habe, um nach Unterstützung zu fragen. Es ging um eine mögliche Übernahme von FTX durch Binance und damit war erneut bestätigt, dass FTX hier dem starken Druck nicht standhalten kann und gerettet werden muss. Es wurden dann auch bereits Vorverträge unterzeichnet, doch Binance ist von dem Deal zurückgetreten, nachdem sie die Bücher von FTX gesehen haben. Angeblich soll die Lücke in der Bilanz so groß gewesen sein, dass Binance an der Stelle nicht mehr helfen konnte. Und damit war die Sache dann gelaufen. Binance verkündete noch in der Nacht, dass die Probleme und Lücken bei FTX so groß seien, dass auch Binance nicht in der Lage ist, hier auszuhelfen. Zudem hatte sich die SEC eingeschaltet und überprüft, inwieweit FTX mit den Geldern der Usern gezockt hat. Ich würde jedem von euch, wenn ihr bereits auf einer dieser Plattformen tradet, abraten, da weiter zu traden und dringend dazu raten, auf FTX zu traden. Warum? Falls ihr auf einer dieser Plattformen gelandet seid, weil euer Lieblingsinfluencer euch das empfohlen hat, dann könnt ihr euch zu 99,9% sicher sein, dass der dafür bezahlt wird. Das heißt, meldet euch unbedingt mit meinem Link ein. Natürlich Full Transparency. Ich kriege dann auch einen Teil eurer Tradinggebühren, damit unterstützt. Und jetzt brandaktuell ist rausgekommen, dass FTX gehackt wurde. Es scheint so, als dass sogar die allerletzten Coins, äh, Tokens und Werte, die noch irgendwo irgendwie rumgelegen haben, von Hackern gestohlen wurde. Natürlich ist es so, dass in einer solchen Situation ein solches Unternehmen stark unter Druck gerät und auch die Situation im Allgemeinen sehr chaotisch ist und daher ist man ein etwas leichteres Opfer für Hacker. Ich sage mal so, es gäbe da durchaus Hypothesen, die man bilden könnte, wenn man ein Schelm wäre. Wenn man hier an Böses denkt, in Anbetracht der Tatsache, dass ähm, Sam Bankman Freight sich auf der Flucht befindet. Grundsätzlich kam hier allerdings eben auch die Ansage, dass die FTX-Apps jetzt quasi Malware sind. Diese sind infiltriert. Man solle die Homepage nicht mehr besuchen und auch die Apps nicht mehr nutzen, sondern löschen, falls ihr betroffen seid, falls ihr bei FTX angemeldet seid. Vergesst am besten einfach alles, was ihr auf dieser Börse hattet. An der Stelle noch mal eine Info, not your keys, not your coins. Zieht eure Coins, egal ob das jetzt Bitcoin ist oder ob das irgendwelche Altcoins sind, zieht diese auf eine eigene Wallet, die unter eurer Kontrolle liegt, beispielsweise einen Ledger oder es gibt da diverse andere Möglichkeiten. Besucht am besten nicht mehr die Homepage von FTX, löscht die Apps und schreibt einfach ab, was auch immer ihr auf dieser Exchange hattet. Für alle anderen, die nicht bei FTX angemeldet waren, Glück gehabt an der Stelle. Mein Beileid für diejenigen, die wie ich bei FTX angemeldet waren. Ich hatte glücklicherweise nicht allzu viel auf der Börse liegen und kann mit einem blauen Auge davonkommen. Das Video ist an der Stelle vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch die Zusammenhänge gut schildern und euch dadurch einen Mehrwert liefern. Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich habe euch sogar noch ein Fundstück mitgebracht. Eine Art Doku, Wachstum ohne Ende. Wie wir mit endlichen Ressourcen auf der Erde ein endloses Wirtschaftswachstum erreichen wollen. Das ist auch den Erstellern der Arte-Doku nicht ganz klar. Wenn ihr mehr Content dieser Art wollt, gerne abonnieren. Ich freue mich wie immer auf konstruktive Kritik oder Diskussion in den Kommentaren. Und ich sage bis bald und ciao ciao.